Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Transport Fever 2. Wir sind immer noch auf der wunderschönen Insel Mallorca unterwegs und haben hier irgendwie ein kleines, aber feines Logistikproblem. Ich liebäugel schon mit weiteren Start- und Landebahnen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man die einfach jetzt noch so hier dran packen kann. Wobei, wir haben keine Warteschlangen. Da können wir auch eigentlich... Ich versuche mal... Komm, wir holen uns doch mal nochmal drei Flugzeuge hinzu. Jeweils eins pro Linie. In der Hoffnung, dass wir es damit irgendwie ein bisschen abgefrühstückt bekommen. Ich finde es ja natürlich grandios, dass keiner hier hält und alle nur hier rüber gehen. Bringt eigentlich ein weiteres Passagierterminal gar nichts, kann das sein? So, da haben wir ein Flugzeug voll mit Plastik. Was ich sehr gut finde. So. Das Plastik schon mal abgeholt. Sehr schön. Ich überlege gerade, ob es nicht Sinn macht, hier noch eine Straßenanbindung zu machen, weil sonst sind da wiederum so ewig lange Routen. Machen wir jetzt einfach mal. Zack. So, wir schauen mal kurz, was die Linie hier hinten macht, die eigentlich Stahl liefern sollte. Du hast Benzin, ja, ganz großes Tennis. Gut, dann müssen wir bei der Linie eben was verwalten. Wir filtern. Ach Moment, Stahl sollst du ja, genau, sonst nichts. So, die Deutschen sind zufriedengestellt und mit Plastik bombardiert worden. Das ist sehr gut. I like. So, wir erweitern hier mal ein bisschen unsere Plattform. Damit auch ja nichts verloren geht. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt für 15 Millionen ausgegeben haben und jetzt nur noch minus 10 haben, das ist schon ordentlich, finde ich. Also auch hier, die Stadt wächst langsam, das ist sehr schön. Darum, das haben wir uns bisher noch so gar nicht angeguckt, ne? Qualität der Stationen ist gut, Emissionen sind eher schlecht. Ja gut, okay, das kann ich nachvollziehen. Moment, ich wollte doch hier... Wieso Fleisch? Warte mal, du kannst doch vom Typ her... Müsstest du doch eigentlich alles so weit machen können, ne? Stahl auch. Ja, kannst du. Also mach's doch bitte auch. Noch ist ja etwas Stahl da. Was ist denn mit dir, Alter? So, versuche es nochmal. Jetzt bitte mit Stahl. Weil die anderen, da haben wir schon alles beliefert, das ist schön. Wieder da hinten rum. Was ist denn mit dir, Alter? Warte mal, ich glaube, wir müssen auch hier mal alles rausnehmen. Dass er entsprechend nur
So, hoffen wir mal, dass es jetzt was gebracht hat. Vielleicht müssen wir da doch einen noch vorsetzen direkt. Also, dass wir da entsprechend abliefern. So, schauen wir mal, ob er es jetzt begriffen hat, was er machen soll. Jetzt, wo kein Stahl mehr da ist, toll. Der Treibstoff kommt da erstmal ohne Ende, das ist schön. Und da kommen wahrscheinlich Waren ohne Ende. Und da kommt dann der Stahl, ja, sehr schön. So, dann hau mal raus den Treibstoff hier. Ach, jetzt können wir hier eine große Anlegestelle rausmachen. Das ist doch schön. So, ja, dann fahren wir da durch. Ist kein Problem. Glitsch dich da einfach durch. Du machst das schon. Wow, ein Stahl ist dafür da, way. Ich überlege, ob ich die Linie überhaupt noch weiter aufrechthalten will. Ich meine, die bringt halt viel Geld, ne? Und so, warte mal, wir können noch mal schauen. Was haben wir denn? Schiffe. So, du wirst mal verkaufen. Warte mal. Ich gucke erstmal, ob es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Das heißt, nämlich einen großen Tanker nehmen und den auf Linie 7 schicken. Kein Weg für große Schiffe. Okay, warum nicht? Haben wir hier etwa keine große Anlegestelle? Konfigurieren wir es mal. Die große Anlegestelle ist doch da. Hier haben wir doch jetzt eigentlich auch eine große Anlegestelle. Ich weiß jetzt nicht, warum der dahingehend rumzickt. Ja, eine kleine habe ich nicht gemacht. War schon eine große, ne? Vielleicht brauchen wir dann nochmal ein großes Dock oder so. Entsprechend die Anlegestelle nach vorne ziehen. So. Dann versuchen wir es nochmal. Warum nicht? Ein Weg wurde gefunden, welcher jedoch nur von kleinen Schiffen benutzt werden kann. Ja gut, schade. Dann können wir uns das wohl leider klemmen. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, ob hier das Gewässer zu niedrig ist. Kein blassen Schimmer. Schade. Dann können wir auch die hier hinten wieder abreißen. Die interessieren dann ja eh erstmal nicht. Warte mal, können wir noch eine kleine Anlegestelle hier irgendwo zupacken? So, dann machen wir das mal so. Wir machen mal ein kleines Dock. So. Und dann gucken wir mal, ob wir da nicht eine kleine Anlegestelle noch machen können. Dass zwei Schiffe wenigstens parallel hier andocken können. Brauchen wir jetzt nicht so häufig, aber wenn es mal gebraucht wird, dann wäre ich, glaube ich, ganz froh, wenn ich es habe. So, wie viel Stahl bleibt diesmal für Linie 28? Fast nichts. Warum kriegt Linie 11 Stahl? Achso, warte mal, hier fährt... Ah, die fährt ja auch lang. Ja gut, okay, dann ist es nicht schlimm, wenn da jetzt auch ein Stahl für abgestellt wird.
Die Distillerie, die kommt nicht mehr hinterher, weil hier die Weizenproduktion nicht hinterherkommt. Schade. Auf dem Festland haben wir keinen Weizen, oder? Sieht eher so mäh aus. Ich überlege gerade, ob ich hier nicht einfach sage, ich baue noch ein paar... Ich fahre noch ein paar Busse dazu, aber irgendwie, so richtig huckt mich dieser Gedanke jetzt auch nicht unbedingt. Ah, warte mal, der Hafen hat nicht genug Fassungsvermögen, okay. So, wäre das jetzt besser oder bringt das gar nichts? Ach, warte mal. Okay, wir machen es anders. So, Linie 9 war es richtig. Einmal bitte da alles hinbringen. Dankeschön. Dann bleibt es halt hier hoffentlich erst einmal nur ein wenig liegen. Oh, also ich mache hier definitiv ein ordentliches Plus in der Mission. Das finde ich doch mal schön. Ich hab dich doch gerade hinzugefügt. So. Erzähl doch nicht. So, was ist jetzt hier wieder das Problem? Jetzt passt auf einmal wieder die Haltestelle nicht mehr zusammen, oder was? Warum Inka... Ach, ich war da irgendwo vorhin noch drin und hab da irgendwo reingeklickt gerade. Ah, er zieht wieder die Karte so doof, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum er das macht. So. Ah, nervig, ey. Okay, das hat scheinbar nichts gebracht. So. Bringt schon mal auch nicht viel, aber gut, dann ist das jetzt halt einfach mal so. So, Linie 11 hat 3 Stahl. Immerhin kommt dann ein bisschen was weg. So, wir machen hier nochmal ein bisschen... mehr Fläche. Ich würde sagen, wir könnten hier nochmal so einen Straßenzugang. Ja, da ist die Steigung natürlich zu groß. Machen wir mal da ein. Ist überall die Steigung zu groß, das wird glaube ich nichts, ne? Nee, leider nicht. Schade. Gut, es sind nur noch 3 Einheiten Stahl zu liefern. Das ist gut. 2 sind hier noch auf der Linie. Das ist schon mal etwas. Da fehlt uns somit nur noch eine. Sehr schön. Sieht Arenal und Palma ist auch schon ordentlich gewachsen, muss ich sagen. Also hier die ganzen Häuser sind ja alle neu gekommen. Hier sind auch schon einige neu, da unten auch.
Ist ja ein Träumchen hier. Uns fehlt, glaube ich, noch eine Bonusaufgabe, ne? Ja, wir hatten erst zwei. Mal schauen, wann die dann endlich kommt. Wahrscheinlich, wenn wir hiermit durch sind. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass es dann ausgelöst wird. So krass, wie viele Busse haben wir auf der Linie? 10, glaube ich, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Busse haben wir auf der Linie und es sind immer noch... Okay, jetzt gerade nur 12. Ja, und es wird leerer, sehr gut. Aber da kommt wieder ein Schwung an Leuten direkt hinzu. So, eine einzige Einheit Stahl fehlt uns noch. Es kann doch nicht so schwer sein, oder? Ne, jetzt ist alles hier wieder für Linie 13. Na gut, komm, dann ist das jetzt einfach mal so. Müssen wir dann wohl oder übel einfach mal durch? Rechnet sich die Linie eigentlich noch? Oh ja, die rechnet sich sehr. Trotzdem wäre es schöner, wenn du hier wachsen könntest, aber es geht leider nicht. Schade. Ach komm, wir packen bei Linie 23 noch ein paar Busse dazu. Und das große Mannequin da mal verschwindet. Sollen wir versuchen, ob wir hier noch eine Start- und Landebahn dran kriegen? Nee, geht natürlich nicht. Schade! Obwohl, warte mal, wenn wir das... Geht das nur nicht, weil wir das Gelände hier dazu anheben müssten? Weil das ließe sich ja bewerkstelligen, warte mal. Angleichen. Holen wir alles hier auf die gleiche Ebene. Mal hier oben müssen wir noch ein bisschen mehr machen. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ne, geht leider immer noch nicht. Okay, dann denke ich mal, das ist vielleicht einfach eine Missionsvorgabe, dass es hier eben nur mit einer Start- und einer Landebahn geht. Aber gut, dann ist das jetzt einfach so. So, wie schaut's hier aus? Da, guck, Linie 11 hat wieder 5 Stahl. Linie 28 kriegt gar nichts. Ich habe das Gefühl, ja, die rechnet sich überhaupt nicht mehr. Da können wir die auch genauso gut einstampfen. Dann gehst du jetzt einfach rüber zu Linie 11. Und Linie 28 löschen wir einfach ausnahmslos raus. Die zahlreichen, gut ausgestatteten Unterkünfte machen Mallorca zum Eldorado für Sonnenhungrige aus ganz Europa. Sorge dafür, dass keine Wünsche offen bleiben und deine Kassen ordentlich klingeln. Gerne doch. Erfülle die Bedürfnisse deiner Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie haben ganz unterschiedliche Vorlieben. Kriegen wir hin, aber nicht mehr heute, denn das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssikowski.